Servus Leute, zurück zu Let's Play Summon Mara. Wir haben das letzte Mal wunderbar die äußeren oder mitteläußeren Inseln erkundet. Einige Tempel haben wir dabei gefunden, einige neue Früchte und Anbaumöglichkeiten habe ich auch gefunden. Ja, und wir haben auch einige Quests wieder fertig. Sprich mit Noho müssen wir, sprich mit Aquila müssen wir. Den Schal habe ich genäht, da war glaube ich ein Leder oder ein Stoff und sowas. Notwendig war also chillig. Hierfür fehlt mir noch Ananas. Die habe ich noch nicht. Den Brief kann ich bei Noho auch abgeben. Also zweimal mit Noho reden. Ich habe den mysteriösen Baum. Das war dieser Gruselbaum letztes Mal. Berührt. Oder zumindest wollte ich es. Eventuell gibt es dann jetzt eine Interaktion mit ihr. Ja, ich habe Schlüssel verschiedenster Art gefunden. Oder gekauft. Mal schauen, ob da jetzt einer passt. Mit ihm muss ich sowieso auch nochmal reden. Wegen Napopo. Den Kürbis habe ich. Ja, wir haben einiges zu tun, würde ich sagen. Einiges zu tun. Beginnen wir mit ihm. Da sind ja zwei Sachen. Ich bin ganz Ohr. Jetzt, wo du ein besseres Boot hast, kannst du auf hoher See fischen. Meine Mutter hat mir das Fischen beigebracht, als ich noch jung war. Wir fuhren jeden Nachmittag mit einem winzigen Ruderboot hinaus, nachdem wir Mittag gegessen hatten. Wir fuhren mitten auf das Meer hinaus und warten dort geduldig. Wir haben währenddessen nie geredet. Das hätte die Fische verschreckt. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren und wir redeten immer noch nicht. Jetzt frage ich mich, warum uns das Reden so schwer fiel. Ich habe sie so sehr geliebt. Das ist eine schöne Geschichte, aber wie soll ich mir das helfen, besser zu angeln? Eine Angel besteht aus mehreren Teilen. Du brauchst die richtigen Schnur. Wenn sie dünn und stark ist, wird sie länger halten. Eine gute Angelrolle bietet eine sehr gute Reichweite und Geschwindigkeit. Ein ordentlicher Schwimmer sollte stabil auf dem Wasser liegen und nicht zu stark absinken. Aber das Allerwichtigste ist der Köder. Würmer werden sehr oft als Köder genutzt, obwohl jeder Fisch seinen Lieblingsköder hat. Hast du alles verstanden? Natürlich. Okay, dann fange eine Sardine für mich. Ich werde auf deiner Karte eine Stelle markieren, in der du Sardinen finden kannst. Du musst dich entspannen und eins mit dem Meer werden. Denk wie ein Fisch. Dann gehe ich jetzt eine Sardine fangen. Haben wir eine... Na, wir haben noch keine. Okay. Wo kann ich Sardinen fangen? Auf meiner Karte willst du es... Kurulus Wilson. Der ist nur nördlich, also eigentlich komme ich da recht schnell hin. Musik wird laut. Norden, andere Seite der Insel. Ah, geh mal schnell hin und fang eine Sardine. Kurios finde ich, eigentlich habe ich doch, dachte ich... Oh, ah ja, ich konnte nicht immer Fisch fangen, weil... ich zu dem Zeitpunkt keine Schnur hatte, aber jetzt habe ich doch hoffentlich eine Schnur. Wäre jetzt peinlich, wenn nicht, weil dann machen wir den Weg jetzt umsonst. Haltbarkeit von Schnüren. Oh, da muss ich vielleicht häufiger welche machen. Nicht, dass die kaputt gehen, das merkt man ja irgendwie nicht in dem Spiel. Ob eine kaputt geht oder nicht. So. Hier gibt es Sardinen oder sind die nicht Meeresleben? Doch, Meer, hat er ja gesagt. Also, der hat ja die Geschichte vom Meer erzählt. Oh. Ich habe keine Schnur. Dammit. Belastend. Schnur craften. Belastend. Ultra belastend. Keine Schnur. Ich gehe in dieses Gebiet und dann teleportiere ich mich nach Hause. Da kann ich hoffentlich dann... Das kostet Geld. Frech. Da kann ich mich dann... Na, das triggert mich immer, dass ich nicht auf meinen Steg drauf springen kann. So, dann bauen wir ein paar Schnüre. Ein paar Fäden, damit wir angeln können. Ich habe keine Schnur. Übrigens, mein Küken habe ich weiter gefüttert und hier füllt sich langsam das Ei. Ja, hier wird gepflanzt und so. Gut, Werkstatt, Schnüre. Eine Schnur, Faden. Einfach nur Faden wird benötigt. Oh, ich kann Schokolade herstellen. Aus Kakao. Aus Milch kann ich Käse machen. Ah, faszinierend. Aber ich kann kein Milch... da, Pflanzenöl. Kann ich Pflanzenöl schon herstellen? Ich glaube nicht. Faden. Ja, machen wir mal 10 Fäden. Braucht man immer mal wieder tatsächlich. So...
Tatsächlich gönnen wir uns dann auch den Teleport zur Insel hoch. Ich hoffe, so viel Geld habe ich eigentlich. Wie viel Geld habe ich? Ja, ich habe genug Geld. Tatsächlich ist Geld mittlerweile weniger ein Problem. Muss ich zugeben. Und hier für die Aufnahme ist es, glaube ich, sinnvoller. Wenn ich mich teleportiere... Oh, Moment, apropos Geld. Hier, sehe ich das richtig, liegt da eine wertvolle Muschel? Da liegt eine wertvolle Muschel. Sehe ich das richtig, da vorne liegt noch eine wertvolle Muschel? Da vorne liegt noch eine wertvolle Muschel. Sehe ich das richtig, da oben? Was ist das dort oben? Auch eine Art Muschel, oder? Ich habe keine Abneigung davor, das Zeug zu verkaufen. Hier gibt es ein paar wertvolle Muscheln. Magst du... Oh! Ich hätte es auch einfach haben können und bei ihm einfach eine Sardine kaufen können. Magst du Muscheln? Du magst keine Muscheln. Aber... Also, für 52 habe ich davon. Ja, die ist 11 wert. Und die... Das ist natürlich die wertvollste scheinbar. Und davon gleich 2 gefunden. Ist ordentlich, ist ordentlich. Kann man nicht meckern. Hat sich schon gelohnt, hier mal vorbeizuschauen. Beziehungsweise das Geld haben wir wieder rein. So in etwa. Ich könnte hier natürlich auch das Erz abbauen, aber... Oh, Moment, das Köder. Das sind Parasiten, oder? So, wie komme ich da hier drauf? Vor allem, da ist einfach ein Eimer auf so einem wilden Felsen mit Parasiten. Ein... Oh boy, das war, glaube ich, gerade kein Eingold, oder? So. Eine Sardine. Nein! Ich habe zu langsam gedrückt. Eine Sardine. Kommt sofort. Gut. Und ab nach Quelis. Teleportation! Teleportation! Auch wenn das alles Abzocke hier ist. Nein! So rum. Das ist echt schlimm, dass die mich immer falsch rum hinstellen. So. Nicht sehr groß, aber sie sollte ausreichen. Ich werde daraus eine leckere Mahlzeit zubereiten. Caleb liebt gebackene Sardinen. Hier hast du noch mehr Köder. Es sind sogar ein paar verschiedene Arten. Wusstest du, dass Garnelen einst riesige Geschöpfe waren? Man konnte auf ihnen reiten und blieb mit dem Kopf trotzdem immer über Wasser. Sie wurden in schrecklichen Kriegen eingesetzt. So wurde es mir jedenfalls erzählt. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer nur ganz winzige gesehen habe. Ist aber trotzdem wichtig, Garnelen gegenüber respektvoll zu sein. Okay. Und jetzt mach dich auf den Weg zu Saimi. Sie wartet schon auf dich. Sie hat angerufen und mich gebeten, dir dies zu sagen, falls ich dich sehen sollte. Ah ja, zu Saimi muss ich auch mal wieder. Kupferstab. Oh, geh zum Leuchten und rede mit Saimi. Okay, was ist das für ein Zeichen? Sieht mysteriös. Ich möchte einen Brief im Postamt abgeben. Ich verstehe. Er hat aber keinen Stempel. Die Krabbenpost mag keine Briefe ohne Stempel. Das letzte Mal, als ich einen Brief ohne Stempel abgeschickt habe, habe ich ein Paket bekommen. Und im Paket war... Ja, ich hab's verstanden. Ein dreieugiger Tintenfisch. Ein lebendiger dreieugiger Tintenfisch. Ein sehr verärgerter lebendiger dreieugiger Tintenfisch. Kannst dir vorstellen, wie das ausgegangen ist. Was muss ich tun, um den Brief gestempelt zu kriegen? Das kannst du in der Bank machen lassen, aber du wirst dafür bezahlen müssen. Das ist der einfachste Weg, einen Stempel zu bekommen. Kein Problem. Nur in die Bank und brauche ich Geld. Toll. Naja, gut. Der Pirat wird mich schon entlohnen. Geh zum Beispiel und rede mit Saimi. Aquila? Das machen wir wieder zu Schluss, weil die Quests sind anscheinend abhängig von dieser Quest. So, mit Aquila den Schal abgeben. Dein Rezept. Dahin, dahin. Aha. Kürbis, okay. Kürbis. Kürbis ist, glaube ich, das Erste. Kürbis als Erstes, dann Bank. Als Nächstes, dann Blue. Oder wieder zurück, kann auch sein. Kürbis, Avan. Avan wollte den Kürbis haben. Avan kriegt den Kürbis. Dann kann er sein neues Rezept probieren oder so. Wobei, du warst ja auch noch. Ich bin wieder da. Ich habe getan, was du wolltest.
Wirklich? Ich glaube dir kein Wort. Ich habe es getan, Ehrenwort. Hast du irgendwelche Beweise, Zeugen? Nein. Du hast gesagt, ich soll den Baum berühren. Du warst also ganz allein dort und sagst mir, dass du den Baum berührt hast. Woher soll ich wissen, dass die Wahrheit ist? Weil es weiß. Ja, in Ordnung. Hier ist eine Fajita. Aber du hast mir zwei versprochen. Ja, aber eine habe ich schon gegessen. Aber ein neues Rezept. Cora, hör auf zu fragen. Das, okay, kein Quiz mehr. Ist dieser Kürbis groß genug? Er ist perfekt. Jetzt müssen wir nur das Fleisch herauskratzen, es gut durchkochen und fertig. Ich hoffe, sie schmeckt gut. Ich bringe sofort eine Portion zu Noho. Zu Noho? Ja, er kann seinen Laden nicht unbeaufsichtigt lassen, also habe ich ihm versprochen, ihm etwas zu essen zu bringen. Aber dieser Quido hasst mich. Überhaupt nicht. Noho mag es nur nicht, wenn Leute falschen. Das geht garantiert schief. Fischsuppe. Okay. Zum Noho. Okay, ich muss ja sowieso zur Bank und dann... War schon immer der Planet über der Bank? Hm, man weiß es nicht. Oh, ist schon spät? Hm, dammit. Ja, komm. Dann gehen wir nochmal zurück und... Ja, dann machen wir das mit Noho zuerst. Belastend. Gehen wir zu Noho. Ich könnte Samen gebrauchen. Ich habe zwar jede Menge Samen schon mittlerweile und gut Geld dadurch, aber Paprika geht immer. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir mehr Paprikasamen. Der größte Wert, ich weiß nicht, ob es der beste Wert ist, ob ich irgendwas übersehe, aber in meinen Augen der beste Wert, den man immer hier rausholen kann. An Geld. Druckmaschinen. So, Noho, ich habe was zu essen. Wo warst du? Ich bin am Verhungern. Immer mit der Ruhe, ich habe eine wirklich leckere Suppe für dich. Ich wollte doch Muscheln. Die Suppe ist aber auch wirklich lecker. Ich verspreche es. Einen Versuch ist es wert. Köstlich. Taka ist wirklich ein Genie, wenn es um Quido-Küche geht. Avan hat diese Suppe gemacht. Was? Wie widerlich. Diese Ank und seine komischen Gerichte. Du hast gesagt, dass sie dir schmeckt. Ich habe meine Meinung geändert. Oha, Rassismus pur. Taka hat schon einmal von der Insel Naki... Taka, hast du schon einmal von der Insel Nakito gehört? Ich bin aber der Taka. Nakito? Das sagt mir nichts. Das ist eine mysteriöse Insel. Sie ist etwas weiter weg und hier und ist vollkommen unbewohnt, außer von einigen seltsamen Vasen. Diese Vasen bewegen sich, wenn niemand gerade hinschaut. Bist du sicher? Das klingt nach einer Lügengeschichte. Ich gebe dir mein Ehrenwort als Händler. Ja, wir waren tatsächlich schon dort. Der Legende nach sind die Vasen eigentlich ein paar sehr schüchterne Tiere, die sich als Vasen tarnen. Man findet sie nur auf dieser Insel, weil sie nicht schwimmen können. Vor langer Zeit sind Carla und ich zu dieser Insel gefahren, weil wir nach luxuriösen Vasen suchten. Aber jedes Mal, wenn wir eine der Vasen aufs Boot verladen hatten und uns umdrehten, war sie auf einmal verschwunden. Schlussendlich sind wir mit leeren Händen nach Hause gefahren. Eine tolle Geschichte, jetzt will ich die Insel auch sehen. Ich kann dir auf deiner Karte zeigen, wo du sie finden kannst. Da du die Insel ohnehin besuchen möchtest, könntest du mir einige der Früchte bringen, die dort wachsen. Sie sehen aus wie Orangen, sind jedoch ganz besonders. Du hast mir diese ganze Geschichte erzählt, damit ich dir die Früchte bringen, stimmt's? Nein, gar nicht. Orangen. Ja, hier. Die Insel war unglaublich. Die Vasen haben sich wirklich bewegt. Die Orangen haben sich jedoch ziemlich normal verhalten. Es ist ganz besondere Orangen. Caleb und ich haben sie gepflanzt, als wir selbst auf der Insel waren. Sie sehen für mich wie ganz normale Orangen aus. Es sind unsere Orangen, das macht sie besonders. Ah, ich verstehe. Hier, ja, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, Garnelen und Fäden. Oh. Walnussschwimmer, okay. Verschwinde, komm hier. Vielleicht Geld und so. Ja, ich bitte. Okay, die sind durch. Die sind durch, die sind durch. Jetzt wollte ich pennen. Weil Zeit. 9 Uhr macht die Bank erst auf. Dann gehen wir zur Bank. Okay, ich kann auf jeden Fall jetzt Schwimmer und sowas craften. Ganz nett, ganz nett. Oh, wir haben einiges an Müll gehabt, das wir gerade in den Mülltonner geworfen haben. 9 und 5, 14 Müll. So, auf zur Bank. Vielleicht mal einen Snack futtern. Hier ein Apple. Vielleicht Non-Apple. Dann haben wir nahezu Full Power. Dann die Bank die Bank hat jetzt schon geöffnet. Sehr gut. Dann rein da. Edegarn, ich brauche einen Stempel für diesen Brief.
Stempeln ist eine sehr teure Dienstleistung. Werde deinen Brief nicht kostenlos stempeln. Von wem ist der Brief? Das ist privat. Für einen Bankier ist nichts privat. Na gut, er ist von Litio. Der Pirat? Dann wird es noch teurer. Ich arbeite nicht mit Piraten. Was willst du? Ich möchte einen Brief lesen, nur um aufs Nummer sicher zu gehen. Das geht nicht. Dann kann ich dir nicht helfen. Okay, aber nur zur Sicherheit, richtig? Aber klar, natürlich. Ich werde es niemandem verraten. Hier, bitte, Sir. Ah, verstehe. Sehr interessant. Ich hatte etwas anderes erwartet. Hier hast du den Brief. Ich habe ihn schon gestempelt. Das macht 100 Münzen. Mhm. Und wieder zurück zu Novo. Ja gut, machen wir das und dann können wir endlich ins Hinterland gehen. Puh. Ganz schlimm. Warum macht mich dieser Panzer nicht super schnell? Geil wäre, wenn man irgendwie Geschwindigkeitsboosts bekäme oder Fahrzeuge. So ein E-Roller. Der Brief hat jetzt einen Stempel. Ich schicke ihn direkt ab. Vielen Dank, dass du dich für unseren Service entschieden hast. Na gut. Damit ist das erledigt. Caleb, Lizio hat jetzt erstmal genug. Akira. Sehr gut. Questtechnisch sind wir so weit, dass wir jetzt nach hinten gehen können. Und dann bin ich gespannt, was Saimi mit uns zu tun hat. Also langsam dünnen sie... Warte. Koa, Mayo. Mach weiter mit Aufträgen von Mayo, um vorzufahren. Mayo hat keinen Auftrag. Koa. Aufträgen von Caleb, Koa, Lizio. Avan. Also tatsächlich geht da scheinbar nichts von den aktuell gesperrten Quests demnächst weiter, wenn ich nicht mit Koa weitermache. Also mit meinen Quests. Also zu Saimi gehe. Dementsprechend, ja, dann gehen wir erstmal da entlang und so weiter und so fort. Geben wir jetzt den Schal ab, den wir extra gebastelt haben für den Blue Abdi-Abdai. Der Blue ist nämlich... Ja gut. Wir haben das letzte Mal ihn angelabert und gemeint, ist er nicht hier unglücklich bzw. einsam da draußen und es ist nicht kalt. Und dann haben wir einfach vorgeschlagen, wir machen einen Schal und dann Auftrag Schal machen. Punkt. Hier hast du schon den Schal. Das war wirklich nicht nötig, aber trotzdem, danke. Er ist sehr weich und riecht gut. Hier, nimm diese kleinen Käfer als Gegenleistung. Leuchtender Wurm, okay. Für den Augenblick, okay, alles friedlich. Okay. Für den Augenblick ist alles friedlich. Was hängt bei dir? Oder woran hängt bei dir die nächste Quest? Chor. Oh, und du bist doch schon fast bei den finalen Aufträgen. Also der Balken unten ist voll. Mhm. Ja gut, dann gehen wir zu Akila. Akila hat nämlich auch zwei Dinge zu tun. Einmal einen Auftrag für sich selbst und einmal einen Auftrag für jemand anders. Nämlich Popo. Na Popo. Hat irgendwelche Probleme mit Akila oder mit den Elite. Aber vorher... Na, das geht nicht. Vorher möchte ich Gewissheit haben, ob ich in die Truhe reinkomme. Ich habe zwei verschiedene Schlüsselarten. Ist bloß die Frage, ob jetzt einer passt davon. Ich hab einen normalen Schlüssel. Oh, finally! Okay, jetzt haben wir auch den Rucksack. Gut, das war das Rätsels Lösung. Den Rucksack kann ich dann bei der einen Menschendame am Strand, beim Menschenmädchen auch abgeben. Erstmal dem seine Sachen klauen. Die Elite haben schöne Melodien. Was brauchst du diesmal, Mädchen? Ich habe deine Freundin. Sie mag dich nicht allzu sehr. Welch eine Überraschung. Es ist Napopo. Ich glaube, sie hasst dich. Napopo. Das ist ein Name aus uralten Mythen. Ein merkwürdiger Name für eine Person. Nun ja, meine Freundin ist eine besondere Person. Napopo ist ein uralter Name in Mare, verstehst du? Er gehört zu einer Unterwasserzivilisation. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen diesem Namen und dem Meer. Ich möchte niemanden mit dem Namen Napopo zum Feind haben. Gibt es etwas, was ich tun kann?
Du? Nein, nichts. Aber nimm diese Perle. Man hat sie mir vom großen Quäbaum gebracht. Der Legende nach gehört sie einer dieser Kreaturen. Ist gut, ich bringe sie zu ihr. Eine Perle, okay. Koa, könntest du für mich eine Insel südlich von hier besuchen? Es ist eine farbenfrohe, unbewohnte Insel mit einem Vulkan. Ich benötige ein seltenes Metall, das nur dort zu finden ist. Ist es ein magisches Metall? Nein, es ist nicht magisch, aber wertvoll. Ich denke darüber nach, eine Büste von mir anfertigen zu lassen. Als mein Vermächtnis, verstehst du? Was ist ein Vermächtnis? Etwas für die Zukunft. Für zukünftige Generationen, damit man sich an mich erinnert. Warum ist das so wichtig? Vergiss es. Bring mir einfach etwas von dem Rohmetall. Merkt für dieses Metall im Rohzustand. Okay, dazu brauche ich aber eine neue Hacke. Neue Axt. Nee, Hacke. Spitzhacke. So, ich habe jetzt Auftrag. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht. Das geht. Okay. Dann gehen wir zurück zu Napopo und erzählen ihr hier Perle und so. Ja, hat Napopo und hat irgendwas mit einer Perle auch auf sich drauf? Irgendwie so Kopfteil? Gehört einer der Kreaturen? Vielleicht ist es so ein Körperteil von den Kreaturen. Aha, mystisches Unterwasserwesen, Napopo. Ja, es ist ja auch eigentlich. Napopo war ja auch einfach auf unserer Insel und erzählt auch nicht viel. Und Blue als Mystiker, der hier die Energien der Alten kennt, kann auch mit Napopo reden. Also langsam gibt alles einen Sinn. Hier, das hat mir Aquila für dich gegeben. Das ist eine ganz besondere Perle. Ja, sie hat auch eine Perle um. Magst du sie? Sie ist wirklich hübsch. Oh, das tut mir leid. Gehörte sie deiner Familie? Aquila hat sie mir gegeben, damit ich sie zu dir bringe. Das ist wirklich traurig. Das tut mir leid. Ich hoffe, sie wird dir helfen, die Erinnerung an deine Familie zu wahren. Blue. Okay, ich rede mit Blue. Dann sprich mit über eine Popusperle. Blue, ich glaube, Popo will mit mir noch etwas sagen. Ist gut, ich frage sie. Ich verstehe. Sie sagt, die Perle gehörte ihrem Volk. Sie ist glücklich, sie wieder zu haben. Sie möchte Aquila etwas als Gegenleistung geben. Das freut mich. Was denn? Eine Art versunkenen Schatz. Napopo wird dich zu ihm führen. Toll! Tauch in das Meer des Quillbaums und finde den Schatz. Okay. Quillbaum. Wo liegt das? Kann ich das jetzt schon besuchen? Napopo Blue, wer hat die Quest jetzt gegeben? Das da, wo ist das? Ach, da komme ich noch nicht hin. Okay, auch das ist nachgelagert questtechnisch. Sehr gut, sehr gut. Dann den Reiserucksack. Ja, nur noch den Reiserucksack, oder? Tatsächlich, nur noch den Reiserucksack. Dann sind wir durch mit unseren Quests, die wir machen können. Und dann hängt alles daran, dass Koa sich weiterentwickelt. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Das sieht auch mystisch aus, dieses Zeichen. Vielleicht ist es so eine der Wächterkugeln oder so. Weil irgendwas will Saimi von mir. Ja, genau. Ich renne zu der dort vorne. Hab mich gerade gewundert. Was mache ich hier eigentlich nochmal? So, ich habe deinen Rucksack. Ich habe deinen Rucksack gefunden. Warum ist der voll mit Erde? Er sah schon so aus, als ich ihn gefunden habe. Oh ja, jetzt können wir auch nichts mehr daran ändern. Hier, eine Kleinigkeit für deine Mühen. Oh, Money. Entschuldige, Kind, könntest du ein Foto von mir machen? Wie bitte? Mit einer Kamera. Ein Foto. Weißt du nicht, was das ist? Ich glaube nicht. Hier, nimm diese Kamera. Versuch, ein Foto von mir zu machen. Wenn es dir gelingt, darfst du die Kamera behalten. Gerne. Mach ein Foto von Moon. What? Ich habe eine Kamera jetzt. Wie nutze ich eine Kamera? Wo ist eine Kamera? Ich hätte so unsere Werkzeuge gesucht. Bauen. Wird mir eine Kamera gegeben. Wo ist die Kamera? Oh, okay, einfach ansprechen. Vielen Dank. Hier für dich. Jetzt kannst du so viele Fotos machen, wie du willst. Oh, das ist großartig.
Okay. Entschuldige, Kind, ich glaube, meine Hängematte ist kaputt. Oh nein, das tut mir leid. Würde es dir etwas ausmachen, sie zu reparieren? Ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Es dürfte nicht allzu schwierig sein. Ein Seil und etwas Holz sollten dazu ausreichen. Verstanden, ich schaue sofort, was ich finden kann. Seile. Sieht. Tatsächlich, hier ist eine Crafting-Station für Kochgegenstände, aber bei der Schmiedin Akanji oder wie die hieß, da ist die Crafting-Station auf dieser Insel für anderen Stuff. Naja, ja. Ja, Seil. Ich habe gerade Fäden extra gemacht, 10 Stück. Jetzt machen sie schon zu Seilen, weil der braucht man ja 2 Fäden, glaube ich, um ein Seil zu machen. Ja, ist halt dann so, wie gewonnen, so zerronnen. Aber ja, dann kommen wir mit ihrer Quest direkt voran. Wir machen erst die Nebenquests hier, bevor wir mit der Hauptquest tatsächlich weitermachen. Das sollte ich häufiger machen, weil sonst geht's hier kunterbunt voran. Und so haben wir einen geordneten Vorgang. Wobei, selbst das ist nicht geordnet. Die anderen Quests, die ich jetzt schon bekommen habe, die ich nicht machen kann, finde ich halt komisch, dass ich sie nicht machen kann. Aha, schön, schön. Ja, hier gibt's manchmal so Stuff zum Sammeln, der gar nicht mal so schlecht ist vom Wert. Muss man immer mal aufpassen und ein paar Sachen sammeln. So, nee, aber das da brauche ich. Ja, ich brauche 2 Seile. Komischerweise kann ich aber hier nicht Massen machen. Ich kann hier immer bloß 1 machen. Was ja auch okay ist. Warte, was kann ich dir eigentlich verkaufen nochmal? Kann ich dir irgendwas von Wert verkaufen? Ich kann dir Steine verkaufen. Tatsächlich. Aber 2 für Steine, das ist kein Superpreis, das ist der übliche Preis. Selbst ohne Lieblingspreisstern da würde es 2 kosten. Aber ich verkaufe ihr mal Steine, weil ich krieg da sowieso Steine und dann kann man das auch loswinken. Das mache ich auch mit Holz tatsächlich. Ich brauche nicht so viel Holz. Wobei, ein bisschen behalte ich natürlich. Allerdings ist es auch wieder schnell gefarmt immer. Das Holz ist dafür eigentlich wertvoller. Das Holz tatsächlich ist wertvoll. Das ist halt auch schwieriger zu farmen. Die Steine wachsen von selbst nach mit der Zeit. Das Holz, das muss ich aktiv immer anpflanzen. Mach mal bis auf 50 runter. Gut. Aber wieder Money in the Bank. Können wir ein bisschen Schnellreisen wieder machen. Leider nicht auf der Insel. Aber zumindest immerhin. Wobei, doch, wir können. Bei 15 kann ich mich vorne hin teleportieren. Zwar auf mein Schiff. Aber immerhin, da haben wir ein bisschen 10, 15 Sekunden Zeit gespart. Am Ende. So. Hängematte reparieren. Können wir machen. Aber bin ich dein Lohnsklave hier? Hier hast du alles, was du wolltest. Ah, keine Sorge, ich habe sie bereits repariert. Während ich auf dem Planeten Ancora festgesessen habe, habe ich einige Tricks gelernt. Wow, du bist so geschickt. Ich gehe jetzt erst einmal schwimmen. Wenn du möchtest, kannst du meine Limo austrinken. Das ist ein Orangensaft. Entschuldige, könntest du vielleicht eine Pizza für mich holen? Kein Problem, ich frage einfach Bram. Vielen Dank. Bring ein Stück. Hallo, bin ich deine Bedienstete? Bram, das Mädchen mit den pinken Haaren würde gerne eine Pizza haben. Weißt du, wie man Pizza macht? Ja, aber meistens gelingt sie mir nicht so gut. Und eigentlich bin ich im Moment auch sehr beschäftigt. Okay, okay. Wenn du mir das Rezept gibst, kann ich mich selbst darum kümmern. Also gut. Sagt Taka aber nichts darüber. Es ist ein Geheimrezept für Pizza. Psst, ich werde es für mich behalten. Okay. Pizza. Mal schauen. Kann ich sie machen? Ja. Oh, hier. Oh, 2 Mehl. Puh, teure. Teure. Zwiebel und Tomaten. Eine Zwiebelpizza? Hm? Ja, ich würde sie wahrscheinlich essen. Pilze fehlen mir noch. Ich mag Pilzpizza. Eine Pizza für das Fräulein Moon. Toll, die sieht aber lecker aus. Meine Komplimente an den Koch. Ich werde solche Dinge vermissen, wenn wir erst einmal mit unserer Mission auf Ava beginnen. Ich habe die Pizza selbst gemacht. Dann mein Glückwunsch an dich, du Meisterköchin. Ich bin keine Köchin. Arbeitest du nicht in der Strandbar? Nein, ich bin eine Abenteurerin. Ich reise von Ort zu Ort und tue verschiedene Dinge. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die Kellnerin. Entschuldige, das ist schon in Ordnung. Wenn du sonst noch etwas brauchst, sag mir einfach Bescheid. Das ist mir wirklich peinlich. Kann ich dir etwas als Gegenleistung geben? Hier, nimm mein T-Shirt. Ich habe es in dem kleinen Laden am Hafen gekauft. Ist das für mich? Blöst du dich jetzt? Ja, es ist etwas zu klein für mich.
Außerdem warst du so nett zu mir. Eine schicke Insel. Warum habe ich gerade ein Achievement bekommen? Kann es sein, dass ich jetzt schon mit ihrer Questline durch bin? Wäre witzig. Wo ist sie denn? Tatsächlich, 100% abgeschlossen. Cool, wir haben sie geschafft. Ja, das hat sich gelohnt, hier mal schnell alles zu machen. Dann war sie sozusagen durch. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist eigentlich ganz angenehm. Jetzt haben wir einen weniger, den wir generell besuchen müssen. Ja, sonst keine Quests. Das bedeutet, beim nächsten Mal werden wir herausfinden, was uns Saimi großartig berichten soll, was hier weitergeht. Es sieht ja mysteriös aus auf jeden Fall. Und genau das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Davor werde ich wahrscheinlich schlafen gehen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.